Explosion erschüttert eine Bohrplattform im Golf von Mexiko. Die Katastrophe konnten sie nicht verhindern. Jetzt bleibt den Überlebenden nur die Flucht. Ich sagte mir, entweder du stehst auf oder du bleibst liegen und stirbst. 2 Stunden vorher hat die Plattform nach bestandenem Belastungstest als sicher gegolten. Eine Kommission soll jetzt klären, wie es zur Explosion der 560 Millionen Dollar teuren Plattform kommen konnte, die die größte Ölpest der Geschichte auslöste. Das hätte bei einer modernen Bohrplattform, kompetenten Firmen und erfahrenen Arbeitern nie passieren dürfen. Was ist in diesem Fall schiefgelaufen? Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie sind das Ergebnis einer Verkettung unglücklicher Umstände. Wir haben nachgeforscht und enträtseln die letzten Sekunden vor dem Unglück. Der Golf von Mexiko. 66 Kilometer vor der Küste von Louisiana, USA. Die Bohrplattform Deepwater Horizon. Der 20. April 2010. 17 Uhr. Der Bohrmeister Randy Essel ist der oberste Mannschaftsleiter einer Bohrplattform mit beispielhafter Sicherheitsbilanz. Wir besichtigten gerade mit hochrangigen Vertretern von BP und Transocean, dem Eigentümer der Bohrinsel, die Anlage. Unsere letzte Station war der Kontrollstand, wo ein negativer Drucktest durchgeführt wurde. Oh, 17.53 Uhr. Der Kontrollstand des Bohrlochs. Mit 43-tägigem Verzug sind die Arbeiten am Bohrloch fast abgeschlossen. Jetzt laufen die Vorbereitungen zur Abkopplung der Plattform von der Bohrstelle. Der Bohrmeister Wyman Wheeler leitet die Bohrmannschaft an. Er ist für die Abdichtung des Bohrlochs zuständig, die den Austritt von Öl und Gas verhindern soll. Er führt einen Drucktest durch. Doch die Ergebnisse stellen ihn nicht zufrieden. Die Messgeräte zeigen einen ungewöhnlichen Druckanstieg im Bohrloch an. Die Werte steigen immer weiter. Kurz vor dem Schichtwechsel um 18 Uhr betritt die Nachtschicht den engen Raum. Chris Pleasant ist für die Unterwassersysteme der Anlage verantwortlich. Bei Problemen mit dem Bohrloch muss er informiert werden. Wyman war überzeugt, dass etwas nicht stimmte. 1200 PSI. Warum bloß 1200 PSI? Wyman Wheeler befürchtet ein Leck im Bohrloch. Wir haben ein Problem. Wir haben ganz sicher ein Problem. Doch seine Schicht geht zu Ende. Jason Anderson leitet die Nachtschicht. Da stimmt was mit dem Bohrloch nicht. Da ist was faul. Anderson startet einen neuen Drucktest. Wir machen noch einen Negativtest. Jason fragte mich, warum gehst du nicht etwas essen? Ich antwortete, aber nach dem Essen komme ich wieder. Da sagte er, das ist nicht notwendig. Wenn es Probleme mit dem Test gibt, rufe ich dich an. Willkommen, meine Herren. Heute wollen wir alle zusammen den Stolz des Golfes feiern. Randy Essel kehrt in den Konferenzraum zurück, wo die Gäste den Leitern der Plattform zu ihrer hervorragenden Sicherheitsbilanz gratulieren. In den letzten 7 Jahren war diese Anlage nie außer Betrieb. Meine Herren, Sie haben für Ihre Mühen einen Applaus verdient. Innerhalb von 7 Jahren kam es auf der Bohrplattform zu keinerlei Personenschäden, die Zeitverzögerungen nach sich gezogen hätten. Im Kontrollstand läuft Andersons Drucktest, für den der Druck im Bohrloch abgesenkt wurde. Nun warten die Männer ab.
Wir haben das einem Mann zu verdanken. Dem Mann der Stunde. Randy Essel. Randy, kommen Sie vor. Gut gemacht, Randy. Wir sind stolz auf Sie. Andersons Drucktest ist abgeschlossen. Er ist sich sicher. Das Bohrloch ist korrekt abgedichtet. Dies ist seine letzte Schicht auf der Plattform. Er wurde befördert. Sein Hubschrauber geht am nächsten Morgen. Ich sah auf die Uhr. Wir verließen den Kontrollstand 10 nach 9. Ich sagte, Jason, vorm Abkoppeln muss ich noch am Kran arbeiten. Er fragte, fühlst du dich fit genug dafür? Ich antwortete, alles bestens. In seiner Unterkunft ruft Randy Essel noch einmal bei Anderson an. Und? Wie lief der Negativtest? Er meinte, er lief gut. Wir haben es angezapft und eine halbe Stunde beobachtet, ohne Durchfluss. Ich sagte, okay, braucht ihr noch meine Hilfe? Und er antwortete, nein, ich schaff das. Geh schlafen, ich schaff das. Er war sich so sicher, dass alles in Ordnung war. Okay. ...21:31 Uhr. Während der Abkopplungsvorbereitungen bemerkt die Bohrmannschaft einen plötzlichen Druckanstieg im Bohrloch. Hey Chase, das Ding dreht durch. Hast du so etwas schon gesehen? Nein, noch nie gesehen. ...21:41 Uhr. Unter Deck zappt Chris Pleasants Assistent durch die Überwachungsvideos. Er fragte, woher kommt das Wasser dort? Ich sagte, das kommt bestimmt aus dem Loch. Nach einer Minute meinte Boogie, ich sehe Schlamm. Ich griff zum Telefon und rief im Kontrollstand an. Aber auf allen drei Leitungen hob niemand ab. Ich hatte keine Antwort. Eine Schlammfontäne schießt aus dem Bohrloch über 74 Meter in die Luft und ergießt sich auf die Decks. Die Mannschaft weiß, dichtet sie das Loch nicht sofort ab, könnte die Plattform explodieren. Sie schließt sofort alle Ventile, um den Austritt von Schlamm und Gas aus dem Bohrloch zu stoppen. Doch es ist zu spät. Die Situation ist außer Kontrolle geraten. Es kommt zum Blowout. Hallo? Steve fing an mit, es gibt ein Problem. Wir haben einen Blowout. Ich war wie erstarrt. Ist etwas ausgetreten? Er meinte, Randy, du musst uns helfen. Ich komme sofort. An diesem Abend ist es fast windstill. Auf der Bohrplattform breitet sich hochentzündliches Gas aus. Schon ein kleiner Funke könnte es entzünden. Als das Gas in den Maschinenraum eindringt, überdrehen die Dieselmotoren und versagen. Das Rohöl schießt hunderte Meter in den Himmel.
den 126 Menschen bleibt nur noch die Flucht. Die meisten eilen zu den Rettungsbooten. Doch Randy Assell ist nicht unter ihnen. Ich sagte mir, entweder du stehst auf oder du bleibst liegen und stirbst. Mein rechtes Bein hatte sich verfangen, aber ich habe es mit Gewalt frei bekommen. Dann habe ich einen Luftzug gefühlt. Ich habe es in den Gang geschafft. Was ich für einen Luftzug hielt, war in Wahrheit Methan. Ich konnte feuchte Tröpfchen im Gesicht spüren. Assell findet den schwer verletzten Wyman Wheeler. Er schaffte ein paar Stufen, weil er den Arm um mich gelegt hatte. Er hatte Schmerzen und sagte, lass mich runter, rennt weiter, rettet euch. Los, lauft! Aber ich sagte, wir lassen dich hier nicht allein. Vor seiner Flucht von Bord muss Chris Pleasant zuerst das Feuer löschen. Dazu will er auf der Kommandobrücke das Notfallprogramm aktivieren, das für solche Fälle vorgesehen ist. Es schließt das Bohrloch am Meeresboden automatisch, verhindert so den Austritt von Öl und Gas und koppelt die Bohrplattform vom Bohrloch ab. Das ist die einzige Möglichkeit, das Feuer zu löschen und die einzige Möglichkeit, die Plattform zu retten. Mayday, Mayday, Mayday. Hier ist Deepwater Horizon. Wir haben einen unkontrollierbaren Brand. Ich sagte, ich aktiviere. Doch der Kapitän sagte, nur die Ruhe. Nein, das tust du nicht. Ich sagte, wir müssen weg von dem Loch. Und drückte den Notfallschalter. Doch noch immer sprudeln Rohöl und Gas aus dem Bohrloch und geben dem Brand und den Explosionen Nahrung. Das automatische Notfallprogramm funktioniert nicht. Der Kapitän kam zurück und meinte, koppel ab. Ich sagte, hab ich schon. Die meisten Arbeiter flüchten mit den Rettungsbooten. Als wir die Unterkünfte verließen, sah ich, dass beide Rettungsboote bereits abgelassen und weg waren. Isel bringt Wyman Wheeler zu einem Schlauchboot. Sie gehören zu den Letzten, die dem Inferno entkommen. Ich sehe, wie die Leute ins Wasser springen. Rettungsinsel! Alle fliehen vor der glühenden Hitze. Die Letzten, die sich noch auf der Plattform befinden, springen ins Meer. Aus 18 Metern Höhe. 115 Menschen sind dem Inferno entkommen. Sie haben überlebt. Ein nahes Versorgungsschiff zieht sie aus dem Wasser und holt sie an Bord. Jason Anderson und die diensthabende Bohrmannschaft werden nie gefunden. Wahrscheinlich starben sie direkt bei der Explosion auf dem Bohrdeck. Die Deepwater Horizon brennt noch 36 Stunden, bevor sie in den Fluten des Meeres versinkt. Währenddessen breitet sich im Golf von Mexiko ein Ölteppich aus. Wie konnte es während eines Routinevorgangs auf einer Bohrplattform, die bisher eine vorbildliche Sicherheitsbilanz aufwies, zu dieser Katastrophe kommen? Als der Ölteppich die US-Küste erreicht, stellt US-Präsident Obama eine Untersuchungskommission zusammen, die diese Frage beantworten soll. Die Katastrophe im Golf wurde entweder durch Fehlverhalten ausgelöst oder durch Kostensenkungen der verantwortlichen Unternehmen, die zu Lasten der Sicherheit gingen. Der Geophysiker Richard Sears ist wissenschaftlicher Berater der staatlichen Untersuchungskommission. Der frühere Vizepräsident von Shell war sein Leben lang für die Ölindustrie tätig. Das hätte bei einer modernen Bohrplattform, kompetenten Firmen und erfahrenen Arbeitern nie passieren dürfen. Was ist in diesem Fall schiefgelaufen?
Wir rekonstruieren die Ereignisse, die zu dem Unglück geführt haben, und geben direkte Einblicke in die Ermittlungen. So erfahren wir, wie es zur Explosion der modernen Bohrplattform kommen konnte, die 11 Menschenleben kostete und eine der größten Ölkatastrophen der Geschichte auslöste. Die Deepwater Horizon ist eine hochmoderne Bohrplattform für Tiefseebohrungen. Sie hält den Rekord für die bisher tiefste Bohrung der Welt, über 10,5 Kilometer tief. Betrieben wird sie von Transocean. Gerade haben die Arbeiter auf der Deepwater Horizon für BP das Macondo-Bohrloch fertiggestellt. Ein riesiges Stahlrohr verbindet die Anlage mit dem Bohrloch in 1500 Metern Tiefe. Das Bohrloch reicht 4000 Meter in die Erdkruste, wo es auf geschätzte 13 Milliarden Liter Öl und Erdgas trifft. Doch die Aufgabe der Deepwater Horizon besteht nicht in der Ölförderung. Sie ist für die Erkundung des Ölfeldes und die Vorbereitung der Bohrstelle zuständig. Die Ölförderung sollen später andere Anlagen übernehmen. Nach dem Anbohren des Ölfeldes muss die Bohrstelle vorläufig versiegelt werden. Diese Aufgabe gerät in den Fokus der Ermittlungen, denn am Unglückstag stand sie kurz vor ihrem Abschluss. Für die Arbeiter auf der Plattform handelte es sich um einen Routinevorgang, den sie schon mehrfach durchgeführt hatten. Bei einem vorläufigen Verschluss des Bohrlochs wird das Bohrloch mit einem Zementstöpsel verschlossen und abgedichtet. So wird der Austritt von Öl und Gasen verhindert. Ein paar Tage, Wochen oder sogar Monate später kommt dann eine Förderplattform und verbindet das Bohrloch mit der dafür vorgesehenen Anlage. Die überlebenden Bohrarbeiter bezeugen, dass Transocean das Bohrloch mit einem Zementstöpsel verschließen und dessen Stabilität mit negativen Drucktests prüfen ließ. Durch die Absenkung des Drucks im Inneren des Bohrlochs ist der Druck außerhalb des Bohrlochs größer als innerhalb. Hätte der Verschluss ein Leck, würden Öl und Gas in das Loch gelangen und sich als Druckanstieg bemerkbar machen. Der Zementstöpsel am unteren Ende des Bohrlochs soll die Kohlenwasserstoffe in der Erde halten und verhindern, dass sie unkontrolliert aus dem Bohrloch austreten. Mit dieser Methode wird eine kontrollierte Ölförderung ermöglicht. Wyman Wheeler und die Bohrmannschaft überwachten den Druck im Bohrloch. Außerdem wurden die Daten zeitgleich an die BP-Niederlassung in Houston übertragen. Richard Sears kann daher auf dieselben Daten zugreifen, die der Bohrmannschaft in den Stunden und Minuten vor der Katastrophe vorlagen. Die Daten zeigen einen mehrfachen Druckanstieg auf etwa 1400 PSI, also Pfund pro Quadratzoll. Bei einer korrekten Abdichtung des Bohrlochs hätte der Druck konstant bleiben müssen. Für Sears lässt dies nur einen Schluss zu. Das heißt, dass Öl und Gas irgendwie in das Bohrloch gelangt sein müssen. Das Bohrloch war nicht richtig versiegelt. Überlebende berichten den Ermittlern, dass Jason Anderson die 1400 PSI anders interpretierte. Er hielt den Druckanstieg im Bohrloch für eine Fehlmessung, verursacht durch einen Blaseneffekt. Das Gewicht der Flüssigkeit im Rohr, das auf den Meeresboden drückt, wirke wie eine Speicherblase und könne so den Druck durch den Verschluss übertragen. Das würde den Druck im Bohrloch ansteigen lassen. Der BP-Verantwortliche vor Ort stimmte mit Andersons Theorie vom Blaseneffekt überein. Letztendlich musste er über die Einstufung der Testergebnisse entscheiden und er akzeptierte die Deutung des Druckanstiegs auf 1400 PSI als Fehlanzeige. Doch Richard Sears hält diese Beurteilung für einen großen Fehler. Bei unseren Ermittlungen gab es niemanden, der einen Blaseneffekt als Grund für den Druckanstieg auf 1400 PSI ansah. Diesen Effekt gibt es auf Bohrinseln, doch in viel kleinerem Ausmaß.
Wir hielten diese Theorie für unhaltbar. Sie hatten Unrecht. Den Grund für diese Fehleinschätzung kenne ich nicht. Diese Fehleinschätzung kostete Jason Anderson und 10 seiner Kollegen das Leben. Als Kenner der Ölindustrie hat Professor Bob Bee bereits 30 Hochseeunglücke untersucht. Er weiß, welche Ereignisketten solche Entscheidungen in Gang setzen können. Auch das Deepwater Horizon-Unglück hat er gründlich analysiert. Als er den Deicheinbruch in New Orleans durch Hurricane Katrina untersuchte, wurden seine Stimmbänder von Giftstoffen beschädigt. Sie wollten die Bohrplattform nicht in die Luft jagen. Sie wollten schließlich nicht sterben. Also muss es eine Erklärung geben, wie es doch dazu kommen konnte. Oft legen wir uns die Dinge so zurecht, wie wir sie gerne hätten und nicht so, wie sie tatsächlich sind. Wenn wir wollen, dass etwas in Ordnung ist, reden wir uns ein, es sei in Ordnung. So haben sie eine Erklärung für den Druckanstieg im Bohrloch gefunden, die nicht plausibel war, weil sie einfach an ihre Plausibilität glauben wollten. Die Erklärung ist einfach, logisch und falsch. Durch diese Fehleinschätzung verpasste die Bohrmannschaft die Gelegenheit, den Blowout vorauszusehen. Zu diesem Zeitpunkt hätten sie das Unglück noch verhindern können. Die Entscheidung war ein Fehler, aber korrigierbar. Die Kommission weiß von der Durchführung eines weiteren Belastungstests, bei dem die Arbeiter das Problem noch hätten entdecken können. Dieses Mal ermittelten sie den Druck durch die sogenannte Kill Line, ein kleines Rohr, das die Plattform mit dem Bohrloch verbunden hat. Sie öffneten und beobachteten es für 30 Minuten. Doch es erfolgte kein Durchfluss. Daher schlossen sie einen eventuellen Druckanstieg aus. Jason Anderson war sich sicher, dass weder Öl noch Gas austrat. Der BP-Verantwortliche stimmte ihm zu. So galt die Versiegelung des Bohrlochs 3 Stunden nach dem ersten Drucktest als sicher und stabil. Doch die Daten zeigen, dass der Druck im Bohrloch zu diesem Zeitpunkt immer noch bei 1400 PSI lag. Wie 2 Strohhalme in einem Glas die gleichen Werte aufweisen müssen, hätten es auch Bohrloch und Killline tun müssen. Sie sehen in einem Rohr einen Druck von 1400 PSI. In dem anderen Rohr beträgt der Druck 0. Das kann doch nicht sein. Ich kann mir das nur durch eine Verstopfung der Killline erklären. Vielleicht mit irgendwelchen Fremdkörpern aus dem Bohrloch oder von der Seite der Bohrplattform aus. Ich weiß es nicht. Die Arbeiter hielten die Ergebnisse des ersten Tests für eine Fehlanzeige und ignorierten die wahrheitsgetreuen Werte. Der Druckanstieg blieb unbeachtet, der undichte Verschluss unbemerkt und die zweite Chance, die Katastrophe zu verhindern, war vertan. Ein undichter Verschluss des Bohrlochs löste den katastrophalen Blowout aus. Hätten die Transocean-Mitarbeiter den Druckanstieg korrekt gedeutet, hätten sie gewusst, dass der Verschluss undicht ist. Sie hätten das Bohrloch am Meeresboden verschließen und den Blowout abwenden können. Doch sie taten es nicht und bezahlten mit ihrem Leben. Das ist keine Übung. Nun muss die Kommission herausfinden, weshalb das Bohrloch nicht richtig verschlossen war. Richard Sears erfährt, dass die letzten Befestigungsarbeiten am Tag vor dem Unglück durchgeführt wurden. Zur Stabilisierung wird die Bohrstelle mit Stahlrohren ausgekleidet. Nach der Verkleidung wird Zement nach unten gepumpt.
Er soll am Ende des Steigrohrs den Ringraum zwischen Rohr und Gestein füllen. Der ausgehärtete Zement versiegelt das Bohrloch und verhindert das Austreten von Öl und Gas. Die Kunst besteht in der gleichmäßigen Verteilung des Zements im Ringraum. Dieser befindet sich allerdings am Ende eines 5500 Meter langen Rohrs, das von der Bohrplattform bis zum Grund des Lochs reicht. Durch dieses Rohr muss der Zement gepumpt werden. Das ist von Natur aus sehr kompliziert. Eine Arbeit, die zu den kritischsten und schwierigsten des ganzen Vorhabens zählt, muss im Grunde blind erledigt werden. Zum Gelingen der Zementierung muss das Steigrohr mittig auf dem Bohrloch sitzen, sonst kann sich der Zement nicht gleichmäßig darum verteilen. Es könnten Kanäle entstehen, durch die Öl und Gas in das Bohrloch dringen. Das Steigrohr wird mit sogenannten Zentrierhülsen ausgerichtet, die für die gleichmäßige Verteilung des Zements sorgen. Die Zentrierhülsenanzahl und ihre genaue Platzierung unterscheidet sich von einem Bohrloch zum anderen. Es gibt keine Vorgabe, wie viele Zentrierhülsen man zur exakten Positionierung des Steigrohrs benötigt. Richard Sears geht es um die entscheidende Frage: Wurden ausreichend Zentrierhülsen zur korrekten Positionierung eingebaut? Solche Entscheidungen trafen die Ingenieure von BP, deren Sitz sich in Houston befindet, 700 Kilometer von der Bohrplattform entfernt. Die Firma Halliburton wurde von BP mit der Zementierung beauftragt. Der Halliburton-Ingenieur Jesse Galliano saß in den Büros von BP. Drei Tage vor dem Einbau der Verkleidung rechnet Galliano die benötigte Anzahl an Zentrierhülsen aus. Auf der Bohrplattform sind noch 6 Stück vorrätig, doch diese Anzahl hält er für unzureichend. Er empfiehlt 21 Zentrierhülsen. In Abwesenheit seines Vorgesetzten weist ein BP-Mitarbeiter den Transport von 15 weiteren Hülsen zur Bohrplattform an. Am Tag darauf widerruft sein Chef, der BP-Teamleiter John Guide, diese Entscheidung. Die neuen Zentrierhülsen weisen eine andere Bauart auf. Er befürchtet, dass sie sich während des Einbaus verkeilen und so ernsthafte Zeitverzögerungen entstehen. Richard Sears verfolgt den E-Mail-Wechsel zwischen den BP-Ingenieuren. Letztlich wurden E-Mails zwischen Büro und Bohrinsel hin und her geschickt, in denen erst eine Anzahl von 21 Zentrierhülsen empfohlen, am Ende dann doch abgelehnt und sich für 6 entschieden wurde. Anschließend diskutieren die BP-Ingenieure den Abstand der 6 Zentrierhülsen. Einer schreibt: Selbst ein gerades Rohrstück, das unter Spannung steht, wird nicht genau mittig im Loch sitzen, wenn es nicht durch irgendetwas zentriert wird. Aber egal, es ist entschieden. Es wird schon klappen und ordentlich zementiert werden. Er gibt John Guide mit seiner Entscheidung recht. Eher nimmt er die Reparatur einer schlechten Zementierung in Kauf, als die Möglichkeit, dass sich eine Zentrierhülse beim Einbau verkeilt. Niemand erwähnt das erhöhte Blowout-Risiko, das diese Entscheidung beinhaltet. Die ungenügende Zentrierhülsenanzahl könnte letztendlich ein Auslöser des Unglücks gewesen sein. Doch beweisen lässt sich das nicht. Denn in diesem Fall würden die Beweise in 5500 Metern Tiefe liegen. Für immer unerreichbar. Andere Ursachen hingegen können untersucht werden. Die Kommission muss prüfen, ob der im Bohrloch verwendete Zement den Vorgaben entsprach.
There's one thing we know for sure. Eines wissen wir genau. Aus dem Bohrloch sind unerwartet Kohlenwasserstoffe, also Öl und Gas, ausgetreten. Daraus lässt sich schließen, dass der Zement am Boden des Lochs den Austritt von Öl und Gas nicht verhindert hat, wie er es eigentlich sollte. Für jedes Bohrloch wird eine einzigartige Zementrezeptur erstellt, die aus Zementpulver, chemischen Zusätzen und Wasser besteht. The key to getting the cement right. Die Kunst besteht im Mischungsverhältnis des Zements. Die Mischung muss sich ordentlich verteilen und binden lassen und außerdem den Druck aushalten können, der auf ihr lastet. That's required to hold the pressure that's exerted on it. Die Kommission untersucht die Rezeptur, die Halliburton für das Bohrloch zusammengestellt hat. Wie wäre es mit EasyFlow? EasyFlow, lass mal sehen. Das Bohrloch war nicht sonderlich stabil, daher benötigte es leichten Zement. BP und Halliburton entschieden sich für ein Zement-Stickstoff-Gemisch, einen Zementschaum mit winzigen Stickstoffbläschen. Diese Entscheidung lehnte Transocean, der Plattform-Eigentümer, ab. Transocean zweifelte an der Stabilität dieses Gemischs in einem derart tiefen Bohrloch. Doch BP ignorierte die Einwände. Das ist eine kompliziertere Zementierung. Wenn der Schaum nicht stabil ist, verbinden sich die Bläschen. Dadurch können hinter der Verkleidung große Löcher entstehen oder sogar Kanäle im Zement. Beide Folgen wären katastrophal. Öl und Gas würden in das Bohrloch eindringen und unkontrolliert an die Oberfläche gelangen. Halliburton unterhält im US-Bundesstaat Louisiana ein Zement-Testlabor. Dort wird das Zement-Stickstoff-Gemisch vor seinem Einsatz mehrfach getestet. Ein Test ergibt, dass der Schaum instabil ist. Stickstoff tritt aus. Da sind Bläschen. Es stellt sich heraus, Halliburton hat BP nicht ausdrücklich auf dieses Ergebnis hingewiesen. 2 Monate später verändert Halliburton die Rezeptur und führt weitere Tests durch. Dieses Mal mit Zement und chemischen Zusatzstoffen direkt vom Bohrloch. Und noch immer entweicht bei den Tests Stickstoff. Der Schaum ist höchst instabil. Doch niemand macht eine Meldung an BP. Das geht nicht. Einen Tag vor der Zementierung des Bohrlochs führt Halliburton erneut einen Test durch. Dieses Mal wird der Zement länger gemischt und daraufhin für stabil befunden. Die Ermittler brauchen aber Beweise. Sie testen die Rezeptur selbst, kommen allerdings zu einem anderen Ergebnis. Wir fanden heraus, dass der Zement unten dichter ist als oben. Das Problem bestand in der Instabilität des Zementschaums, von dem sich die festen Teile absetzten. Dieser Zement war also nicht in Ordnung und keinesfalls für das Bohrloch geeignet. Genau dieselbe Rezeptur gab Halliburton allerdings zur Zementierung des Bohrlochs frei. Stunden nach dem Beginn des Blowouts versank die Bohrplattform im Meer. Die Rohre, die sie mit dem Bohrloch verbunden hatten, zerbrachen. 86 Tage lang strömten geschätzte 800 Millionen Liter Rohöl direkt in den Golf von Mexiko, erreichten den US-Küstenstreifen und verursachten katastrophale ökologische und ökonomische Schäden. Zunächst mussten Entlastungsbohrungen vorgenommen und das ölspeiende Macondo-Bohrloch endgültig versiegelt werden. Erst dann konnte die Kommission dem letzten Rätsel auf den Grund gehen. Weshalb funktionierte das automatische Notfallprogramm nicht? Unter der Plattform befindet sich eine zentrale Sicherheitsvorrichtung.
Der Blowout Preventer, BOP genannt, ist ein riesiger, über 16 Meter hoher Ölhahn. Normalerweise dienen die Ventile zur Regulierung der Flüssigkeiten, die beim Ausbau des Bohrlochs ein- und austreten sollen. Der BOP hat jedoch auch eine Notfallfunktion, die Blowouts verhindern soll. Am Ende strömten Öl und Gas unkontrolliert an die Oberfläche. Daher hat der Blowout Preventer das Bohrloch offensichtlich nicht verschlossen. Wird das Notfallprogramm aktiviert, schnappen Stahlklemmen im BOP zu, kappen das Steigrohr und versiegeln so das Bohrloch. Der BOP koppelt sich ab und die Plattform kann sich entfernen. Die Kommission glaubt, als Chris Pleasant das Notfallprogramm betätigte, funktionierte es nicht mehr, weil die Explosion die Kabel zwischen Plattform und BOP zerstört hatte. Dabei sind BOPs auch darauf ausgelegt. Bei einem Unglücksfall auf der Plattform greift die letzte Sicherung, die Todmann-Einrichtung. Sobald die Verbindung zwischen Plattform und BOP abbricht, löst die batteriebetriebene Todmann-Einrichtung automatisch die Stahlklemmen aus. Die Ermittlungen ergeben jedoch, dass eine der Batterien zu schwach war. Statt der vorgeschriebenen Spannung von 27 Volt lieferte sie nur 7,6 Volt, die zum Auslösen der Todmann-Einrichtung nicht ausreichten. Transocean behauptet, dass die Batterie zum Zeitpunkt des Blowouts aufgeladen gewesen war und sich erst danach entlud. Prüfen lässt sich das nicht mehr. Später wurde versucht, die Klemmen mit ferngesteuerten Unterwasserrobotern zu schließen. Doch das Öl floss weiter. Unter normalen Bedingungen hätte der BOP zwar funktioniert, doch nach dem Einsetzen des Blowouts kam er gegen den Druck des ausströmenden Öls nicht mehr an. Bob B. wundert das nicht. Im Jahre 2002 hatte die zuständige Regulierungsbehörde eine Studie in Auftrag gegeben, deren alarmierende Ergebnisse die im Golf von Mexiko tätige Ölindustrie größtenteils ignorierte. Wir haben BOPs getestet, darunter auch das 2001er Cameron-Modell der Deepwater Horizon. Die Hälfte von ihnen konnte das Rohr nicht kappen. Das ist eine Ausfallquote von 50%. Andere Länder hielten diese Ergebnisse für inakzeptabel. Wir hingegen machten weiter und hofften einfach, dass die Klemmen funktionieren würden. Hoffnung kann sich schnell als tödlich erweisen. Nach 6 Monaten gründlicher Untersuchung weiß die Kommission nun, welche Ereignisse zu dem katastrophalen Blowout auf Deepwater Horizon geführt haben. Der Hauptauslöser war der Zement, der das Bohrloch nicht ausreichend versiegelt hat. Doch es gab noch weitere Missstände, die bis in die Führungsetagen der beteiligten Unternehmen hineinreichten und mehrere ungenutzte Gelegenheiten, bei denen die Katastrophe hätte verhindert werden können. 2 Tage vor dem Unglück. Die Stahlverkleidung wird mit lediglich 6 Zentrierhülsen im Bohrloch zentriert. 15 Hülsen weniger als von Halliburton empfohlen. Diese Entscheidung von BP erhöht das Risiko der Kanalbildung im Zement. 1 Tag vor dem Unglück. Zur Fixierung der Verkleidung wird Halliburtons instabiles Zement-Stickstoff-Gemisch in das Rohr gepumpt. Weder BP noch die Bohrmannschaft wissen, wie oft der Zement im Test versagt hat. 3 Stunden und 49 Minuten vor dem Unglück. Ein Belastungstest weist auf einen Druckanstieg im Bohrloch hin. Ein Bohrarbeiter vermutet ein undichtes Bohrloch, ein anderer geht von einer Fehlmessung aus. Der BP-Verantwortliche folgt dieser Fehleinschätzung. Hätten die Transocean-Arbeiter die Ventile zu diesem Zeitpunkt geschlossen, bevor es zum Blowout kam, wäre das Bohrloch versiegelt gewesen und die Katastrophe abgewendet worden. 1 Stunde und 54 Minuten vor dem Unglück.
Nach einem zweiten Drucktest hält die Bohrmannschaft die Abdichtung der Bohrstelle für sicher und stabil. Sie bemerkt nicht, dass die Killline verstopft ist und daher den Druck im Bohrloch nicht messen kann. Weder prüft sie den Grund für die abweichenden Werte, noch verschließt sie das Bohrloch. So verpasst sie eine weitere Chance zur Verhinderung des Blowouts. 9 Minuten vor dem Unglück. Der Blowout beginnt. Erdöl und Erdgas schießen durch den porösen Zement aus dem Bohrloch. Jetzt versuchen die Arbeiter, das Bohrloch zu schließen. Doch das Öl schießt unter gewaltigem Druck durch den BOP. Holt Randy her, sofort! Die Ventile lassen sich nicht schließen. Hochentzündliches Methan strömt aus und verbreitet sich auf der ganzen Anlage. Als es den Maschinenraum erreicht, springt ein Funke und es entzündet sich. Die Kommission kommt zu dem Schluss, dass BP, Halliburton und Transocean jeweils einseitige, gefährliche Entscheidungen trafen, die das Risiko eines Blowouts der Macondo-Bohrung erhöhten. Nimmt man jede dieser Entscheidungen für sich, sind sie noch vertretbar. Doch in ihrer Kombination ermöglichten sie das Unglücksgeschehen. Es gab innerhalb dieses komplexen Systems niemanden, der den kompletten Überblick über alle Abläufe hatte. Gerade die Menschen, die an diesem Abend starben, waren sich der Komplexität des Systems nicht vollständig bewusst. Als zusätzlichen Faktor führt die Kommission eine mangelhafte Kommunikation zwischen den drei Großunternehmen an. Bei Deepwater Horizon zeigten sich zahlreiche Kommunikationsfehler. Sie passierten auf der Anlage und auf dem Festland. Als eine der Hauptursachen der Katastrophe ist die mangelhafte Verständigung zu betrachten. Führten die Forderungen nach Zeit- und Kostenersparnis dazu, dass die Gefahren, die mit Tiefseebohrungen verbunden sind, in den Hintergrund traten? John Guide von BP entschied sich für 6 Zentrierhülsen und gegen 15 weitere, weil deren Installation einen Mehraufwand von 10 Stunden bedeutet hätte. Dieser hätte erhebliche Zusatzkosten verursacht, bei 1 Million Betriebskosten pro Tag für die Plattform. In diesem Geschäft herrscht enormer Druck, Zeit und Geld zu sparen und voranzukommen. Doch gleichzeitig müssen strenge Sicherheitsvorgaben für Bau und Betrieb eingehalten werden. Die Bohrmannschaft von Deepwater Horizon war sich bewusst, dass die Bohrung 43 Tage im Verzug war. Ihnen wurde richtig Feuer unterm Hintern gemacht. Sie wussten, dass sie so schnell wie möglich vorankommen mussten. Die Kosten der Bohrung sollten sich ursprünglich auf $96 Millionen belaufen. Doch bis zum Unglückstag betrugen die Kosten schon $150 Millionen. Das ist eine Menge Geld. Transocean gibt größtenteils BP die Schuld an dem Unglück. Halliburton behauptet, BP habe wichtige Daten über das Bohrloch vorenthalten. BP bekannte sich zu einigen Missständen, wies jedoch Transocean und Halliburton eine Teilschuld zu. Ich kann ein erneutes Unglück nicht ausschließen. Natürlich kann so etwas erneut passieren, denn das Risiko ist immer vorhanden und lässt sich nicht vermeiden. Die Ölindustrie muss einfach alle Möglichkeiten zur Risikominimierung ausschöpfen.